Diese Momente sind in den Castingshows weltweit praktisch die gleichen. Die beiden Finalistinnen stehen auf der Bühne, die Moderatorin macht es spannend und als der Name der Gewinnerin fällt, It's you, Kelsey. Ist die Freude riesengroß. Tatsächlich war diese Verkündung bei der Show Australia's Next Topmodel aber ganz anders, nämlich falsch. Wenig später und nach der Dankesrede der vermeintlichen Gewinnerin macht die Moderatorin ein bestürztes Gesicht. Irgendetwas ist passiert. Ein Moderatoren-Albtraum. Sie hat das falsche Mädchen zur Gewinnerin gemacht. Ein Unfall, sagt sie. Man hat es ihr falsch ins Ohr gesagt. Amanda sei die Gewinnerin. This was a complete accident. I'm so sorry. It's Amanda. I'm so sorry. It was fed to me wrong. Und dann verkehrte Welt. Die jetzt Verliererin tröstet die völlig aufgelöste Moderatorin. Und die jetzt Gewinnerin fängt erst mit einiger Verspätung an, sich zaghaft zu freuen. Aber irgendwie scheint doch alles gut ausgegangen zu sein. Was wohl auch maßgeblich damit zusammenhängt, dass die Verliererin das alles so sportlich nimmt. Natürlich habe ich mich gut gefühlt in diesen, 30 Sekunden. Aber Amanda hat nun mal gewonnen. Ich habe ja wegen einer Karriere im Model-Business überhaupt teilgenommen. Und ich glaube, die habe ich jetzt auch. Und außerdem gab es einen Trostpreis. 20.000 australische Dollar und eine Reise nach New York.